Ja, mit diesem recht kurzen Intro begrüße ich euch recht herzlich, meine lieben Zuschauer, zur zweiten Runde von Diablo. Dieses Mal Hellfire. Also Diablo 1 mit dem Hellfire Add-on. Wenn wir hier in die Charaktererstellung gehen, sehen wir schon mal einen kleinen feinen Unterschied. Es gibt eine vierte neue Klasse, den Monk. Und mit dem werden wir auch jetzt anfangen. Ja, ich hoffe, ihr habt alle bei der ersten Staffel gesehen. Wenn nicht, nachholen gehen. Ich werde hier nämlich jetzt nicht großartig viel erklären zum Spiel. Das habe ich nämlich schon in der ersten Staffel gemacht. Wir geben unserem Mönch einfach einen furchteinflößenden, epischen Namen. Nämlich Hans. Also ja. Man muss sich eigentlich bei Diablo 1 im Singleplayer keine große Mühe machen. Und ja, die Difficulties sind, glaube ich, auch neu gewesen. Bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber... Gut, wir nehmen nochmal. Und starten. Und die Musik ist etwas laut noch. So, das dürfte besser sein. So, der erste schöne Unterschied zum Originalspiel. Wir sind in der Stadt. Schnell. Oh, schade, der Boden ist gelb. Das wäre so ein neues Spiel. So. Guck, ist der Boden immer noch gelb? Ja. Okay, letzter Versuch, wenn der Boden immer noch gelb ist. Ja, ist er. Also Duke Game scheint uns nicht wirklich zu helfen. Der Boden bleibt gelb. Na, schade. Das heißt, wir müssen wieder den Boden reinigen und kriegen dafür die Alternativquest nicht zu sehen. Thank goodness you return. Du hast nichts Neues zu erzählen. Wir haben 100 Goldmützen. Das, ja, reicht für nicht viel. So, wir gehen ohne Umschweife. Oh, und wir haben auch noch den Butcher. Den Butcher wieder. Sicher, dass das nichts ändert. Das wäre nämlich äußerst schön. Oh, der Boden ist blau. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen wenigstens da Datenrequests zu sehen. Gleich mal speichern, sicherheitshalber. Oh, und auch unser Männchen ist weg. Das heißt, kein Butcher dieses Mal. The sanctity of this place has been fouled. Sondern einfach nur Gegner. Die wir im Nahkampf verkloppen müssen. Bei der Monk ist eine Nahkampfklasse. Aber eine Mischklasse mit Stärke und Dexterity. Oil of Accuracy. Increases the weapon shards to hit. Ja, das ist ein neuer Gegenstand von Hellfire. Und da haben wir Magieboni gekriegt. Aber ohne Abzüge. Hm. Außer vielleicht Leben. Ich habe es gerade nicht gemerkt. So, der Mönch hat einen eigenen Special Skill, nämlich Search Skill. Was die ganze Sache etwas praktisch macht. Dann können wir immer schön sehen, wenn was auf den Boden fällt. Wie eine Potion of Full Healing. Ah, praktisch. So,
So, die haben nichts fallen lassen, auch wenn ich das so angehört hatte. Was ist mit dem Schrein? Intensity come with Post of Wisdom. Was auch immer der gemacht hat. Okay, der hat jetzt Gold liegen gelassen. Und ihr habt gesehen, das Gold war blau und rar. Und wird auch auf der Karte angezeigt. Das ist der praktische Skill vom Monk. So, das Gold da hätten wir gerne. Das Gold genauso. Palchhörn, na gut. Am Anfang haben wir etwas Geldmangel, von daher nehmen wir erstmal alles mit, was wir kriegen können. Der Hund schreien. Au. Da war die Falle. The Squad of Searched. Das ist eigentlich unser Skill, das werden wir nie nicht brauchen. Ja, Eichhörn. So, was machst du? Mysteries are revealed in the light of reason. Hi. Die sind alle leer, bis auf das eine. Noch das Ball of Search. Firebolt. Also alles Zeug, was wir nachher bei Adria verkaufen können. Hey, Level up. Erhöhen wir erstmal unsere Hitschance. Noch eine Potion of Full Healing. Das ist langsam zu viel des Guten. Cap. Ja, warum nicht? Alles einfach behauen, was so zurückkommt. Da liegt was rum. Ah, eine normale Potion of Healing. Das ist schön. Oh, da haben wir auch noch was übersehen. Noch eine Potion of Healing. So. Hier ist nichts mehr. Okay. Tu mich auch. Ja, was ich ihm auf jeden Fall beibringen möchte, ist auch wieder Heilmagie. Potion of Full Mana. Ja, ich habe keine Ahnung, warum wir so früh schon mit dem ganzen guten Zeug vollgepumpt werden. So, Gold von dem. Ein Gegner, den wir nicht mögen. Der Weg runter, der ist immer schön. Gehauen zu werden. Noch eine Cap. Na, schlechter als unsere aktuelle, aber. Der kommt da an. Wird umgeblatzt. Ja. Ja, der Weg nach oben, den müssen wir nachher nochmal nehmen. Sollten wir. Wir haben keine Squad of Top Portal. Und so eine hätte ich eigentlich gerne, bevor wir uns die tiefere Ebene wagen. Ah.
sehr lecker, was da aus dir rausgekocht kommt. Da ist noch eine Truhe. Ich habe dich gesehen. Da ist auch noch eine Truhe. Eine Scroll of Inferno, die wir nicht benutzen können. Ja. Oh, das ist durch die nächste Tür. Einfach verhauen, was geht. Eine Cam. Oh, die ist besser als unsere aktuelle. Ist aber halt auch schon angeschlagen. Müssen wir also etwas vorsichtig sein damit. Raum voller explosiver Fässer. Was ist mit dir? Knowledge is power. Ah. Mana auf 21. Auch schön. Oh. So, da liegt jetzt eine Potion of Healing rum. Ja, nein, schon um unseren Hemd zu retten, müssen wir halt wieder hochgehen. Na komm. Den Dreierhelm würde ich gerne retten. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal den Zweierhelm. Hier unten können wir uns das ja noch leisten. Also hier oben können wir uns das noch leisten. Oh, eine Keule. Warte, was ist das? Mace, ah ja, ein Morgenstern. Genau, kein Flegel, ein Mace. Oh, eine Rune of Fire. Damit kann ich jetzt eine Fire Trap setzen. Auch eine Neuerung aus Hellfire. So, hier ist nichts mehr. Den Schrein haben wir benutzt. Und ja, wir haben krasse Sandalen an. Und das war die Runde. Und mal zur Demonstration. Wow. Cloak, Dagger, Oil of Accuracy ein zweites. Ja, man sieht schon. Was haben wir da eigentlich noch so eingesammelt? Auf jeden Fall mal die Cloak anziehen. Ein Buckler, der uns nichts bringt. Weil unser Fokus als Mönch eben auf Stäbe liegt. Fuck, Junge. Noch ein Infernus. Halt, was für ein Sack. So, auch der obere Raum hier.
Oh, der Fall ging direkt an uns vorbei. Blacksmith Oil. Die sind auch praktisch. Repariert nämlich 20% der Item Durability. Ja, man merkt schon, als Nahkämpfer kriegt man ein bisschen mehr aufs Maul. So. Na, fürs erste Level schon ein bisschen was an Gold. Das erste Level ist auch schon geklärt damit. Wir können wieder hochgehen und uns anhören, ob einer eine Quest für uns hat. Die Quest, die jetzt die Quest für den gelben Brunnen ersetzt, weil ja der Brunnen blau ist, sollten wir erst auf der nächsten Stufe triggern. Also auf der nächsten Ebene triggern können. Good day. How may I serve you? Gucken wir mal, was die Leute zu sagen haben. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Wow, what can I do for you? So, jetzt erstmal Repair. Ah ja, den Cloak, den wir da anhaben. Und die Cap. Hello, my friend. Stay a while and listen. Dann den Buckler und den Mace identifizieren. Wow, what can I do for you? So. Oil of Echoes, die will ich nicht verkaufen. Den Weichhund will ich verkaufen. Die Cap. Decker. Noch eine Cap. Der Mace. Was ist das? Buckler. Ja, von mir aus. So. So, dann machen wir mal hier unsere Lagerstätte. Wir Tränke. Und dergleichen auf. Ja, hier hat sich übrigens auch was geneuert. Hier ist nämlich eine Brücke mit irgendwelchen Ranken entstanden. Und hier oben bei unseren Kühen. Hier gibt's übrigens kein Secret Cow Level. Steht ein Farmer. I need something done, but I couldn't impose on a perfect stranger. Perhaps after you've been here a while, I might feel more comfortable asking a favor. Ja gut, der will uns um einen Gefallen bitten, aber er traut uns nicht so richtig, weil er uns so nicht kennt. I sense a soul in search of answers. So, Infernoskur, Firebolt und die Squall of Search können auch beide weg. Die Infernoskur kann weg. So, eines Sicherheits-Squall of Town Bottle gekauft. So, ja, wir sind auch wirklich viel schneller unterwegs. Ja, du hast. Stand a fellow drinking peace? What ails you, my friend? Oh ja, das passiert jetzt auch übrigens automatisch, dass wir geheilt werden, wenn wir mit Pepin reden. Und ja, Pepin verkauft uns Healing Potions. Kaufen wir mal sicherheitshalber zwei.
So, und damit können wir jetzt wieder zurück in den Dungeon. Und uns auf zu Ebene 2 machen. Mal wieder gucken, ob wir irgendwas liegen gelassen haben.